Unsere komplette Steuerung ist heute vertauscht und das nach Himmelsrichtung. Wenn wir W drücken, dann laufen wir statt nach vorne in Richtung Norden. Das gleiche gilt für A ist D. D für Osten, S für Süden und A für Westen. Dabei ist es auch völlig egal, wie rum wir stehen. Können wir es also schaffen, Minecraft durchzuspielen, wenn unsere komplette Steuerung nun anders funktioniert? Zeigt es mir sehr gerne mit einem Daumen nach oben, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Natürlich könnt ihr auch sehr gerne diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst und viel Spaß mit diesem Video. Boys and Girls, heute haben wir zu Beginn des Videos, okay, drei neue Upgrades, die ich reingeedit habe. Erstens, wir haben Timer, ziemlich nice, wurde mir geschrieben, soll ich machen. Dann haben wir zusätzlich auch noch kein Texture Pack, wurde mir auch geschrieben, soll ich reinmachen. Und das dritte, was mir nicht geschrieben wurde, ist vielleicht euch schon aufgefallen, ich habe neues Mauspad, was jetzt ziemlich clean in der Facecam wirkt, geht über den ganzen Tisch, das Mauspad. Deswegen ist es ein bisschen weird, ich muss mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Aber das alte ist schon irgendwie 4 Jahre gewesen, deswegen muss das mal ausgetauscht werden. Mal schauen, wie lange das Mauspad jetzt durchhält. Aber ja, Freunde, unsere Steuerung ist heute nach der Himmelsrichtung orientiert. Heißt, es ist nicht wie ganz normal WASD. Also es ist schon WASD. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal S drücke, seht ihr schon, ich laufe nach rechts. Wenn ich W drücke, laufe ich nach links. Ja, es ist ein bisschen weird. Es liegt aber daran, dass wir halt wirklich gerade in Richtung Westen gucken. Und dadurch, es ist ein bisschen anders heute. Was soll ich sagen? Timer ist gestartet, Freunde. Let's go. Es ist auch wieder ohne Badline. Es konnte nicht anders gecodet werden. Ja, deswegen wieder heute ohne Badline. Sollte nicht allzu schlimm sein. Also ich muss sagen, S zu drücken und gleichzeitig nach vorne zu laufen, ist ein bisschen weird. Ist ein bisschen weird. Fühlt sich auch ein bisschen falsch an irgendwie. Ich habe einfach das Gefühl, dass die ganze Zeit WASD immer irgendwie random wechselt. Dass es gar nicht nach den Himmelsrichtungen ist, sondern dass es einfach wechselt, weil es sich so komisch, also es fühlt sich einfach so komisch an. Okay, ich hoffe, das Boot ist richtig. Ja, das Boot ist ganz normal. Okay, sehr gut. Immerhin ist das Boot ganz normal. Brauchen wir Kürbisse? Maybe brauchen wir Kürbis für die, für das End vielleicht. Vielleicht kannst du uns, vielleicht... Oh mein Gott, also diese Steuerung ist so verwirrt. Das Ding ist, es ändert sich ja jedes Mal, in welche Richtung du guckst. Jedes Mal, wenn du in eine andere Richtung guckst, ändert sich die Steuerung. Es ist ja so unglaublich, es ist so komisch, es ist so verwirrend. Ein Schiffswrack, sehr gut. Und ein Dorf! Das ist schon wieder ein halbes Dorf auf dem Wasser, oder? Ja, siehst du, guck mal, schon wieder ein halbes Dorf komplett auf dem Wasser. Na gut, wir gehen erstmal Schiffswrack looten. Okay, wir gucken gerade in Richtung Norden, es scheint ziemlich normal, sehr gut. Schatzkarte, die nehmen wir mit. Das ist nicht schlecht. Oh, der Schatz ist auch relativ nah. So, ist hier noch irgendwo eine Chest? Ja, hier ist... Nein, raus. Oh mein Gott, ich wusste gerade nicht, welche Richtung. Okay, wir haben 5 Leben, ist okay. Aber passt noch. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal zum Dorf. Das scheint mir ziemlich gut zu sein. Komm, schnell. Oh mein Gott, saved. Let's go, wir haben eine normale Steuerung wieder. Im Boot ist immer saved. Im Boot ist immer normale Steuerung. Direkt ein Helm und nochmal eine Chestplate, die wir auch gleich mitnehmen werden. Jetzt gleich, jeden Moment. Oh, da, jetzt. Ah, wir haben es. Gut, dann hast du ein bisschen das Dorf mal ein bisschen erkunden. Besteht das Dorf aus einer Hütte? Ist das das Dorf? Ist das jetzt wirklich das Dorf? Ist das das Dorf? Das? Was ist das denn für ein Dorf? Oh mein Gott, Creeper kommt. Okay, mit S ran, mit W weg. Mit S ran, mit W weg, mit S wieder ran. Wir haben es. Oh, hier ist das Dorf. Okay, hier geht's weiter mit dem Dorf. Let's go. Ja, ein bisschen Brot ist immer mit. Nehmen wir mit. Nice, Emeralds auch noch. Wir nehmen auch mal ein Bett mit, dann können wir unterwegs pennen. Wurde mir auch in die Comments geschrieben, wäre ich niemals drauf gekommen. Ihr seht, ich nehme die Tipps und wandle sie um. Let's go. Als nächstes machen wir auf jeden Fall die Schatzkarte. Oh, huge. Wir nehmen erstmal den Unterwasseratmungstrank, dann können wir ein bisschen länger unter Wasser atmen. Macht Sinn. Nice, okay, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Stuff, den wir mitnehmen können, den wir mitnehmen sollten. Sollen wir noch ein Unterwasser? Ja, nehmen wir mit. Können wir auch gleich die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen, ein bisschen aussortieren. Schatzkarte, nochmal. Junge, die Schatzkarten sind wichtig. Das Ding ist, eigentlich müssten wir gar nicht F3 drücken, weil wir wissen es einfach so, ob wir in Richtung Norden, Süden, Westen, Osten gehen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Hier weiß ich automatisch, das ist Richtung Norden, weil ich hier mit W einfach nach vorne gehen kann. Dadurch wissen wir automatisch, dass ich umdrehen muss. Und noch ein Dorf. Junge, das ist nicht dasselbe wie vorhin. Nee, das ist viel größer auch. Was ist in der Truhe? Komm. Ja. Ist okay halt, ist okay. Hier auch, ja, Smaragde. Wichtig. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr drin. Crafting Table noch und... Wait, das ist so ein Doppelhaus? Das kannte ich gar nicht. Seit wann gibt es denn so Doppelhäuser? Einfach so ein Doppelhaus. Junge, das kannte ich nicht. Wie geil. Ich dachte, es wären 2 Häuser. Okay, kurzes Jump'n'Run. Pass auf. Zack. Ja, okay, failed. Okay, nächster Try. Das Gute ist, es ist gerade nach vorne. Da ist Richtung Norden, deswegen ist es ein bisschen einfacher. Komm! Ja. Okay, zack. Zack. Junge, jetzt hat der Villager mich erschrocken. Ist das möglich? Ich glaube, das ist gar nicht möglich, kann das sein? Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Junge, ich habe 3. Also wirklich, ja, komm. Okay, das ist möglich. Ja, das andere wäre nicht möglich gewesen, weil ja hier wirklich die Decke ist. Das war auch ganz knapp nur möglich. Moin!
Bro, schubst mich runter. Was ist denn mit dir? Geh weg. Okay, wir gehen rein. Und hier ist no loot. Junge, was ist mit denen da unten denn? Machen auch gerade Seepferdchen oder wie? Was ist denn hier los? Alle am Seepferdchen machen. Guckst du dir an. Mach die großartig, Boys. Mach die großartig. Und direkt wieder das nächste Dorf. Ich bin Dorfjäger, bin ich. Ein Dorfjäger. Wir haben direkt wieder das nächste. Junge, wir sind krass. Ich sag, wie es ist. Wir haben die richtigen Augen. Okay, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein bisschen Stroh mit wieder fürs Brot. Hat letztes Mal auch gut funktioniert. Das Ding ist, ich habe manchmal auch damit ein Problem, einfach nach vorne zu laufen. Selbst wenn vor mir Norden ist. Also eigentlich die ganz normale Steuerung. Manchmal habe ich da schon ein Problem mit, weil ich mir dann denke, dass die irgendwie anders sein muss. Oh, da oben brennt's. Ist vielleicht so ein Nether-Portal-Ding. Lavasee, let's go. Nice. Das ist extrem gut. Zack, wir machen den. Wir machen zwei Eimer einfach. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Holen uns einmal Wasser. Zack. Mit zwei Eimern ist ein bisschen einfacher für mich auch. Das passt schon. Mit zwei Eimern ist ein bisschen einfacher. Das geht ein bisschen mehr fit. Also ihr könnt es vielleicht ein bisschen mehr ertragen, das anzuschauen. Weil ich glaube, sonst meine Dingenskünste sind nicht so gut. Und hier ist noch ein. Einer fehlt eigentlich noch. Ich glaube, wir sind fertig. Ich glaube, es war's. Wir zünden es an. Und ich hoffe, es funktioniert. Let's go. Dann können wir auch ins End, Freunde. Ich glaube, das End wird absolut die Hölle. Aber ich würde sagen, wir können reingehen. Ich weiß nicht, ob wir ganz gut equipped sind, aber ich denke schon, wir sind eigentlich... Junge, wir sind Maschine. Guck mich an. Ich bin eine Maschine einfach. Crazy. Okay, wir gehen rein. Oh mein Gott, kurz über Dingens gejumpt. Bitte ein guter Spawn. Ein guter Spawn, wie letztes Mal am besten. Oh. Raus. Oh, ja, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich weiß nicht, maybe ist es vielleicht ganz gut, sich einen goldenen Helm oder so zu craften, damit die nicht angreifen, oder? Ich glaube, die greifen eigentlich an, also zumindest habe ich es gehört. Ich wäre so tot gewesen. Ich wäre so tot gewesen. Guck, Junge, ich wäre so weit, ich weiß nicht mal, wie weit runter ich gefallen wäre. Oh mein Gott. Okay, wir gehen, ja, das... Oh. Ja, Steuerung ist nicht so gut. Die Steuerung ist jetzt nicht so... Ist nicht so ein Traum. Ist jetzt nicht so ein Traum. Okay, dann lass uns mal ein bisschen traveln. Mal schauen. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt nicht eine halbe Stunde dafür gefarmt. Ich habe jetzt nicht eine halbe Stunde dafür gefarmt. Nein! Das war's. Nein, nein. Oh mein Gott, die Hölle, das Nether ist so, oh mein Gott, ich hab 51 Minuten dafür gebraucht, um zu sterben, let's go, nice Challenge, ich lieb sie, die ist doch ein Traum, oder? Ist doch ein Traum, die Challenge, ich glaube, wir sind keine 100 Blöcke getrappelt, bis ich in Lava gerannt bin, wegen der Steuerung, ich glaube, der Nether nimmt uns wieder hops, Freunde, der Nether nimmt uns wieder hops, und nächster Try, oh mein Gott, also wie ich das, der Nether ist stark. Der Nether ist echt, also das ist, Real Talk, das ist sehr, sehr gefährlich da. Sehr, sehr gefährlich. Das ist, ich habe das Gefühl, das ist derselbe Schwierigkeitsgrad wie das mit dem, man sieht nur einen Chunk. Ich glaube, das ist das Gefühl, also das Gefühl, das ist derselbe Schwierigkeitsgrad. Ich muss mich, glaube ich, ein bisschen smarter anstellen, damit wir das irgendwie rocken können. Ich versuche einfach ein bisschen früher dieses Mal in den Nether zu kommen. Ich glaube, wir sollten es hinbekommen, Freunde. Wir müssen einfach jetzt ein bisschen Luck haben mit irgendwelchen Dörfern, irgendwelchen Schiffswracken, etc. Oh, pinke Schaf. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, das ist ziemlich selten, oder? Ist echt ein pinkes Schaf ziemlich selten? Nehmen wir mit. Oh, ich wäre wieder gestorben. Ich sag euch, wie es ist. Zack, Boot. Werkbank nehmen. Oh mein Gott, und wieder normal. Und wieder normale Steuerung. Ich lieb's. Wieder WASD ganz normal usen. Im Boot sind wir mal safe. Ich hab's hier richtig gemütlich im Boot. Schon. Ich hab's hier richtig gemütlich. Ist genau mein Zuhause. Ist perfekt. Ich will gar nichts anderes. Und da hinten ist wieder direkt ein Schiffswrack. Sehr gut. Wir müssen hier ein bisschen Speedrun. Ich will auf jeden Fall schnell wieder in Nether. Weil ich will das unbedingt hinter mir haben, in Nether. Schatzkarte nochmal? Habe ich zwei Schatzkarten? Wait, das ist beides dieselbe Schatzkarte. Kann es sein, dass man gar nicht mehrere Schatzkarten haben kann? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, man kann gar nicht mehrere Schatzkarten haben. Weil beides ist ja einfach dieselbe Schatzkarte. Okay, Sonne geht unter. Wir müssen ein Bett aufstellen. Machen wir einfach hier. Perfekt. Perfekt für einen guten Schlaf einfach, oder? Hier, zack, Bett. Perfekt. So auch einfach. Auch nicht schlecht. Rein da. Let's go. Hier schlafe ich gut. Das ist ein schöner Platz zum Schlafen. Den nehme ich mit. Perfekt, baust du Bett ab, landest direkt im Wasser, weiter geht's. Oh mein Gott, also, sobald ich an Land bin, ich muss sagen, ich fühle mich einfach betrunken. Es ist wirklich, als wärst du so in-game einfach betrunken. So fühlt sich das an. Wenn du nach vorne läufst und dabei D drückst, ist es wirklich ein Traum. Es ist wirklich...
Oder mit W korrigierst, ist echt ein Traum. Oh mein Gott, let's go! Oh, es hat eine Ewigkeit gedauert, Junge. 23 Minuten bis zum ersten Dorf. Ja, das kann ja echt was werden. Also wirklich, das ist ja jetzt schon richtig toll. Ja, ich glaube, ich habe das ganze Dorf umgekrempelt, aber ich habe keine einzige Truhe gefunden. Es war wirklich, ich habe überhaupt... Oh, hier ist ein bisschen Stroh immerhin ein bisschen Essen. Das nehmen wir mit, auf ganz entspannt. Aber ansonsten habe ich keine einzige Chest gehabt im Dorf. Also das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Ist es da unten eine Mine? Das sieht so aus ein bisschen, oder? Ich glaube, das ist ein Minenschacht. Den nehmen wir mit. Oh mein Gott, wir müssen uns unbedingt ein Schild machen. Nein, 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 nein. Wir leben noch. Die Frage ist, wie lange? Oh mein Gott, Junge, Zombie-Apokalypse auf einmal oder was? Was ist denn hier passiert? Okay, wir müssen hier rein irgendwie. Die Steuerung macht wieder anders Faxen, gefühlt wieder drunk. Da ist ein Chest, da ist ein Chest, da ist ein Chest. Die nehmen wir mit. Namen? Ja, oh mein Gott, die ist ja ultra trash. Junge, ich muss hier ganz schnell wieder raus. Das war das Schrecklichste, was ich jemals gemacht habe. Ich bin einfach nur weg. Was mache ich denn? Also wirklich... Da! Oh, was ist denn passiert? Was passiert hier? Was passiert? Ich muss weg, 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 weg. Oh mein Gott, Junge. Wirklich diese... Also wie dieser Minenschacht ist so schwierig. Einfach raus. Das ist ja schlimmer als im Nether gefühlt. Oh, wir haben den Lavasee. Weil dann können wir uns jetzt hier nämlich wieder Eimer machen. Und dann gehen wir direkt ins End rein. Okay, perfekt. Ich würde sagen, wir gießen einfach das Portal mal ganz schnell. Na gut, war es jetzt ganz schnell. Also wahrscheinlich jetzt nicht so schnell. Aber ein bisschen aufpassen wieder durch die Steuerung. Bauen uns hier so ein kleines Konstrukt. Auf der anderen Seite einfach... Also beziehungsweise einfach so eine Wand. Ich glaube, ja, so kann man es am besten nennen. Ja, jetzt ist ja ultra easy, oder? Zack. Hier noch. Junge, jetzt... Nein, nein, nein. Ja. So viel zu ultra easy. Ist doch ultra easy. Okay, wir haben es. Perfekt. Lass uns versuchen. Wir gehen rein. Guter Spawn, guter Spawn, guter Spawn. Der Spawn ist gut, der Spawn ist gut. Der Spawn ist sehr gut. Die kann man nicht runterfallen, glaube ich. Ein Spawn, wo man nicht runterfallen kann, ist immer ganz gut. Ich höre schon Gas, das ist nicht so gut. Das Ding ist, ich habe auch, glaube ich, dadurch, dass ich einen Goldharnisch habe, greifen mich die Dinger auch nicht an, oder? Ich glaube, wenn ich einen Goldpiece habe, dann sollten mich die Affen da nicht angreifen. Nein! Steuerung. Oh mein Gott, Junge, willst du nach vorne laufen? Denkst du, musst W drücken? Musst du nicht. Musst du nicht. Wenn du nach vorne laufen willst, dann ist es meist nicht W. Also die Chance liegt bei 75%, dass es nicht W ist. Junge, erstmal was fooden. Erstmal was fooden. Was baue ich hier denn auch? Ich muss hier aber auch hoch. Weißt du was? Wir machen es in der 5. Ich gucke einfach nur in diese eine Richtung. Nein! Was ist... Oh, was ist das? Oh mein Gott, Bro, was? Hä? Also, wie überlebe ich das denn? Wie überlebe ich das denn? Was ist denn mit mir? Also, ich muss sagen, ich hätte echt gerne wieder so einen Spawn wie letztes Mal gehabt, aber das war natürlich ultra Premium, direkt bei den Blazes Spawn, mitten bei denen zu Hause. War natürlich ultra nice. Jetzt haben wir ein kleines Problem dadurch, dass wir nicht die Netherfestung finden und ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Oh, da unten ist unser Portal mittlerweile. Das sieht auch überhaupt nicht mehr gesund aus, muss ich sagen. Das sieht überhaupt nicht gesund aus. Junge, ich finde aber auch keine Festung. Das kannst du keinem erzählen. Komm. Let's go. Droppt der was? Der hat nur Fleisch gedroppt. Junge, wie krass das aber aussieht. Sind das Lava-Dingens da unten? Schaffe ich das bis darüber mit meinen 30 Blöcken? Nein, nein, nein. Nein! Diese Steuerung! Oh mein Gott, Junge, der Nether ist so schwierig. Ich finde auch keine Netherfestung. Ich finde auch keine Netherfestung. Ich finde keine Netherfestung. Ich bin durchgehend am Struggeln mit... wie ich irgendwelchen Knopf drücke. Es geht nicht. Es ist zu viel. Junge, ich kann nicht mehr. Ich bin die ganze Zeit in demselben Biom. Ich finde keine Netherfestung. Wenn man nach Norden schaut, dann ist ja all good. Aber du weißt auch manchmal gar nicht, ob du nach Norden schaust und dann denkst du, du musst D drücken, dabei musst du aber W drücken. Und dann drückst du W, dann schaust du wieder in eine andere Richtung, dann drückst du wieder D und dann S und dann... Und es ist so verwirrend. Oh mein Gott. Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt weitere Challenges in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.